Welche guten Vorsätze solltest du dir in Sachen Ordnung vornehmen für dein neues Jahr, um es diesmal wirklich zu schaffen, endlich ordentlich und das so richtig mit Leichtigkeit? Zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und die Gründerin der I Love My Home Community und von Ordnungsmagie. Und ich zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich und natürlich ordentlich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Ja, die Zeit läuft und es ist schon wieder einige Tage her, dass wir ins neue Jahr gestartet haben, was vielleicht auch bei meiner großen Aktion Mein 2020 dabei. Wenn du diesen Raumtalk jetzt live hörst, wenn er erscheint, zu Beginn des neuen Jahres. Aber er gilt natürlich auch für das ganze Jahr. Weil den Vorsatz, etwas zu verändern, den können wir jeden Tag starten und zwar heute auch. Heute ist der beste Tag. Und du hast es vielleicht schon sehr, sehr oft gemacht. Jetzt werde ich endlich das und das tun. Ich werde endlich ordentlich. Ich mache das, das, das. Und in Woche 1 funktioniert es vielleicht noch. In Woche 2 schon etwas nicht. Und dann geben wir wieder auf. Wir sind einfach unordentlich. Und der Beweis ist immer wieder da, es funktioniert einfach nicht. Wenn wir uns diese großen Vorsätze setzen, wenn wir noch härter daran arbeiten, endlich zu entrümpeln und Ordnung zu machen, es wird dann funktionieren, wenn wir mit Leichtigkeit dran sind. Wenn wir ganz, ganz kleine Schritte gehen und nicht auf einmal diesen großen Berg machen. Übrigens, das hast du vielleicht schon festgestellt, aber das hat auch die Wissenschaft festgestellt. Wenn wir Dinge immer wieder tun und Unordnung ist eigentlich eine Summe von unordentlichen Gewohnheiten. Ganz kleine Gewohnheiten, die natürlich ordentliche Menschen anders tun. Das heißt, wenn wir ordentlich sein wollen, brauchen wir nur diese Gewohnheiten ändern und wir wollen das oft von einem Tag auf den anderen, vom 1. Jänner auf den 2. vom heutigen Tag und ab morgen bin ich dann ordentlich. Das funktioniert nicht. Warum? Weil wenn wir Gewohnheiten immer wieder tun, glaubt unser Stammhirn, das fürs Überleben zuständig ist, das wird überlebenswichtig sein, wenn die das immer wieder macht. Da erinnere ich Sie dran, da sorge ich dafür, dass sie bei dieser Gewohnheit bleibt, bei dieser Unordnungsgewohnheit. Das heißt, wir müssen was verändern. Ich gebe dir hier jetzt gute Vorsätze mit. Kleine Dinge, neue Blickwinkel auf dieses Thema, damit du es diesmal wirklich erreichen kannst. Nummer 1, geh nicht von dir aus und überleg dir, was du tun willst. Schau dir an, was ordentliche Menschen ganz natürlich tun. Was für Handgriffe machen die? Lerne von den Menschen. Wir wollen das oft immer wieder erfinden. Ordnung ist kein Fach in der Schule. Möglicherweise hast du vielleicht einiges mitgenommen von deinen Eltern, von anderen Menschen, die vielleicht auch unordentlicher sind und hast da die Unordnung gelernt. Lerne die von den Menschen, die das schon gut können, die das mit Leichtigkeit können. Wenn wir unsere eigene Methode immer härter anwenden und immer mehr nicht funktioniert, dann brennt sich das da ein, dass das schwierig ist. Und ich kenne das selbst auch, wir versuchen es dann noch härter und jetzt schaffe ich es endlich. Und es funktioniert nicht. Das ist auch der Trick, den wir in Ordnungsmagie anschauen, wo es ganz ein anderes Konzept gibt, damit es so wirklich leicht geht und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen mir dann, Maria, ich hätte nie gedacht, wenn ich jetzt zurückschaue,
weiß ich gar nicht mehr, wann das plötzlich leicht gegangen ist, weil es nie so diesen großen Schritt gegeben hat oder diese Überwindung oder diese harte Arbeit, um ordentlich zu sein. Was ist Nummer zwei? Ganz, ganz kleine Gewohnheiten. Welche Mini-Gewohnheit kannst du heute ändern? Heute trainieren. Die anderen lass noch. Stell dir vor, in einem Jahr, 365 Tage, 52 Wochen, jede Woche änderst du eine Mini-Gewohnheit. Aber die ein für alle Mal und für immer bis an dein Lebensende. Was verändert sich dann? Extrem viel. Mein Tipp ist, such dir etwas, was zusammenhängt mit einem Handgriff, einer Gewohnheit, einem Ding, Ritual, das du schon machst automatisch. Beispielsweise, wenn ich die Tür aufsperre, dann XY. Wenn ich die Zähne geputzt habe, dann räume ich das und das weg. Wenn ich koche und das Öl herausnehme, gebe ich es gleich wieder zurück. Diese Mini-Mini-Gewohnheiten, die sind erstens einmal leichter für unser Gehirn umzusetzen und zu behalten. Sie bleiben langfristig. Wenn du dich jetzt sehr, sehr anstrengst, ich bin jetzt ordentlich die Woche und nächste auch und dann wieder. Und dann kommt möglicherweise in deinem Leben eine Herausforderung, Stress, ein bisschen krank. Dann wirst du das nicht beibehalten und am Ende wieder neu starten müssen. Wenn wir uns selbst verändern mit diesen Mini-Gewohnheiten, dann tut sich da was. Mein nächster Tipp, Nummer 3. Starte schon am Morgen mit einer Kleinigkeit in Sachen Ordnung. Auch ein super, super Trick, um dran zu bleiben. Weil wenn wir in den Tag starten, mit dem Gefühl, ich habe da jetzt schon was dafür gemacht, dann verändert sich was. Die Julia zum Beispiel hat mir erzählt, sie hat einfach dem Thema Ordnung jeden Morgen, du weißt, Kinder und alle Schule und Kindergarten und wir müssen in die Arbeit und dann ist das zu bedenken und dorthin und ein Ausflug. Nur dem Thema Aufmerksamkeit gegeben. Automatisch ist mehr Ordnung gewesen. Was ist passiert? Sie sind alle nach Hause gekommen, es war mehr Ordnung und es hat sich da extrem viel verändert. Also gib am Morgen dem Thema Aufmerksamkeit. Beispielsweise, wenn du dein Bett machst am Morgen, da gibt es sogar Studien dazu, dass Menschen, die ihr Bett am Morgen machen, erfolgreicher sind und ihre Ziele eher erreichen. Weil du dann schon positiv startest, weil du schon was gemacht hast und weil du schon drin bist in dem Gefühl, ich mache jetzt was. Und du wirst sehen, wenn du das ein, zwei Wochen bewusst machst, du kannst dir auch einen Zettel oder eine Erinnerung schreiben, Post-it am Spiegel, nach dem Zähneputzen mache ich das und das. Nach zwei, drei Wochen ist das automatisch und du machst das auch als Gewohnheit mit. Nummer 4. Der wohl wichtigste Vorsatz zum Entrümpeln. Und der klingt etwas komisch. Entrümpele nur mehr, ausnahmslos dann, wenn es ganz, ganz leicht geht. Weil das ist das größte Problem und den größten Fehler, den wir beim Entrümpeln machen. Wir entrümpeln dann, wenn es sich nach Verlust anfühlt. Wenn wir schwer haben, was wegzugeben. Und das ist die größte Veränderung in meinem Ordnungsmagie-Programm, dass wir lernen, entrümpeln nur dann, wenn es leicht geht. Und wenn das eine nicht leicht geht, dann entrümpeln wir andere Dinge. Oder auch gar nicht. Weil wenn wir entrümpeln und es fällt schwer, und da gibt es viele, viele Studien, die das auch beweisen, dann triggern wir im Kopf ähnliche Hirnregionen, wie wenn wir uns einschneiden und wirklich einen Schmerz haben. Das heißt, entrümpeln und es fällt schwer, fügt einen Schmerz hinzu. Und das wollen wir nicht mehr im neuen Jahr. Das ist ein Riesenvorsatz, den du dir nehmen kannst, da dran zu bleiben. Und wenn ich mit den Erinnerungen und Fotos, die ich mir jetzt einbilde oder diesen Gegenständen und Geschenken, die ich bekommen habe von meinen Lieben, ich mir das schwer tue, dann entrümpel ich lieber meine Socken, muss mir heute leichter fallen und freue mich darüber und trainiere mein Gehirn Schritt für Schritt, dass es leicht ist.
Und wenn du damit aufhörst, ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, ja, da müssen wir vielleicht auch Herausforderungen lösen. Probier das aus, was das für einen Unterschied macht. Nummer 5, setze dir eigene Standards statt verboten. Positive. Oft ist Ordnung in den Rümpeln mit Mangel, Weggeben, Verlust, hängt zusammen. Wenn wir was entrümpeln, haben wir weniger Dinge und möglicherweise ist das eine Ding lebensnotwendig. Das war nämlich früher so, in der Steinzeit, dieses eine Fell, wenn ich das entrümpel, möglicherweise ist das, was mein Überleben schwieriger macht. Ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn du dir positive Standards setzt, ja, dann macht das einen riesen Unterschied. Ja, können Dinge sein wie, wie viele Zeitschriften sind in einer Box, wo du die wunderbar aufbewahrst. Das ist nicht mehr mein Standard, überall die Flugblätter mitzunehmen, um sie dann zu Hause zu entrümpeln. Sage positiv nein, danke, weil ich weiß, die richtigen Informationen werden kommen. Es entspricht nicht meinem Standard, irgendwelche Rabattaktionen in Anspruch zu nehmen und 3 Dinge zu kaufen, obwohl ich nur 1 brauche. Spart übrigens auch Geld. Was sind deine Standards? Schreib dir die auf und ja, du kannst weitermachen. Nummer 6, denke ordentlich. Beobachte dein Denken. Ganz, ganz spannend und wirklich magisch. Was denkst du über dich? Sagst du über dich, dass du unordentlich bist? Das schaffe ich eh nie. Denke wie ein Mensch, der natürlich ordentlich ist. Und das kannst du heute eigentlich ganz ohne Anstrengung, ohne eine Minute Zeit, die du zusätzlich brauchst. Meistens sparst du eher, ohne einen Cent auszugeben. Denke wie ordentliche Menschen. Das heißt, beobachte mal, was du so denkst und was du da umdrehen kannst. Du kannst dir auch aufschreiben, 1-2 Tage, was du über Ordnung denkst, was du denkst über die Ordnung deiner Kinder, was denkst du über die Ordnung von deinem Partner, deiner Partnerin. Schau da mal hin. Denke ordentlich. Totale Veränderung, auch im Außen und auch in der Ordnung, ohne dass du etwas tust. Nummer 7, schau auf die wunderbaren positiven Blickwinkel in deinen Räumen. Schau die Dinge an, die dich stärken. Bring die in den Vordergrund. Gestalte einen Happy Place. Dazu gibt es übrigens auch noch einen zusätzlichen Raumtalk. Den verlinken wir auch gern in den Shownotes unter www.mariahusch.com. Schau auf das Positive. Auf das, was du jeden Tag schaffst an Dingen. Wenn du den Geschirrspüler einräumst. Weil da draußen sind viele, viele, die das nicht tun. Ja, deine Räume sind vielleicht nicht perfekt und auch dein Leben nicht und dein Umgang mit Ordnung. Aber es gibt viele, viele Dinge, auf die du schauen kannst. Das waren meine 7 Tipps für gute Vorsätze für Ordnung. Zum Abschluss möchte ich dir noch einen dazugeben und das ist mein aller wichtigster. Such dir von denen nur einen aus. Ein Ding, was du ab heute wirklich tust, was ist das, wo du Aufmerksamkeit hingibst? Und das wird so richtig viel, viel verändern. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir gemeinsam gehen in meinem Ordnungsmagie-Programm. Da wird es nämlich dann wirklich leicht, wenn wir deine Ziele in die Räume bringen, wenn wir auch die Herausforderungen lösen. Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, die dich aufhält und wenn du wirklich lernst, wie das leicht geht zu entrümpeln, welche Schritte man da macht, dann wird es wirklich eine Veränderung. Also, wenn du mehr Infos willst, dann komm auf jeden Fall unter www.mariahusch.com/Ordnungsmagie und du erfährst natürlich, wann die Tore wieder öffnen. Ich bin gespannt, was sich bei dir tut mit deinen guten Vorsätzen. Berichte mir davon auch in meiner Facebook-Gruppe Glückliches Zuhause. Wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Nächste Woche gibt es den nächsten Raumtalk. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.